Hallo ihr treuen Staatsdiener dort draußen und wieder mal willkommen zur nächsten Episode von Beholder. Wir müssen immer noch irgendwie versuchen herauszufinden, wem diese Leiche gehört. Zweitens Klaus Schimmer irgendwie noch durchsuchen. Und was will er nochmal? Ich hab's vergessen. Einen Papageien. Tot oder lebendig? Tot oder lebendig? Moment, wie komme ich nochmal an den Papagei? Irgendwas war doch da mit ihm beim letzten Mal. Pfandhausbesitzer an der Straßenecke, aber der ist doch nicht als NPC hier, oder? Also, oh Moment, wir haben doch einen Künstler bei uns in der Stadt. Möglicherweise könnte uns auch der helfen. Oh, die da unten streiten sich, das ist nicht gut. Fragen wir doch mal den Künstler, ob der vielleicht irgendwas Piratiges uns herbeizaubern kann. Das könnte auch funktionieren, oder? Könnte das funktionieren? Oh, die Statue sieht so nicht aus wie diese andere Dame, aber okay. So, welch ein Zufall, sie hier zu treffen. Über Kreativität reden. Kreativen Vorgänge, bla bla bla. Ich mag gerade nicht mit dir reden, ich will nur die Quest vollgeben. Bitte vergeben Sie mir meine hochtrabende Rede. Ich glaube, ich habe all das schon einmal gesagt. Ja, das bringt mir irgendwie überhaupt nichts dementsprechend. Bei dir muss ich eher aufpassen, dass du mich nicht umbringst. Am Ende vor, oder beziehungsweise am Anfang vom zweiten Teil nimmt der dann sogar noch Drogen. Super Kombination natürlich. Und wir haben immer noch keine Idee, wie wir denn an Infos über das Skelett bekommen könnten. Die Tests eines mobilen Telefons wurden gestern abgeschlossen. Jetzt können unsere Beamten Anrufe aus ihren Autos tätigen und sogar noch mehr Verordnungen erteilen. Oh mein Gott, schlechte Idee. Das Wissenschaftsministerium hat den leitenden Ingenieur des Projekts Johann Bessler zum leitenden Erfinder befördert. Oh Gott, das wäre irgendwie eine bessere Idee gewesen, hätte ich nicht dabei bedacht, dass das wahrscheinlich nur zur Manipulation vom Staat gedacht ist. Möchtest du wieder mit mir reden, Normanski? Ja, du kriegst natürlich nochmal Dosenfutter. Miau. Alles klar, Dosenfutter für die Katz. Und so, wie kriegen wir die Quests weiter? Also er wird mir bestimmt nichts zur Leiche sagen. Die Schimmers verlassen ihr Haus auch niemals, oder? Das ist unmöglich, die beide mal aus dem Haus rauszukriegen. Und irgendwie eine Quest ist mir gerade weggegangen. Welche waren das? Irgendeine Quest hat gerade das alles hier. What? Ich bin verwirrt. Welche Quest hatte ich denn gerade noch? Ach, ein Papagei. Ah, toll, der ist jetzt abgelaufen oder was? Toll. Toll, 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 toll. Läuft ja alles super. Wie viel Geld habe ich denn? Nicht wirklich viel. Super, wird immer besser. Ich könnte aber mal wieder die ein oder andere Information an den Staat weitergeben. Ich brauche ein bisschen Geld. Maria und Klaus Schimmer, geben wir mal eure Infos hier weiter. Bericht schreiben, Wohnung Nummer 1. Moment, Profil erstellen. Wohnung Nummer 1, Familienstand. Wohnt mit Klaus Schimmer. Frau Maria Schimmer, weiblich, Beruf, Philologe. Und hier, nimm die Informationen und gib mir Geld dafür. So, perfekt. I want my money, bitch. Dann Klaus, über dich weiß ich noch nicht viel genug. Das lohnt sich auch gerade noch nicht. Omi, das interessiert, also das lohnt sich schon. Rosa Ranek zusammen mit Mark Ranek, wo ist er denn? Hier kriegst du all die Infos. Los, gib mir das Money dafür. Weiblich und Wohnung Nummer 3, glaube ich, war es. Aber ich schaue nochmal kurz nachher. Nummer 3. So, das sind nochmal $650. Bei dir haben wir eine neue Info gelernt, aber dieses nicht wert. Dich geben wir noch. Jen O'Hearn, alles klar. Ich glaube, ich mache doch einfach mal schnell alle durch. Das tut ja nicht wirklich weh. So. Familienstand, wohnt mit Georg Delador, ist weiblich, ist Ingenieurin, lebt in Wohnung Nummer, habe ich vergessen, Nummer 4. Und jetzt gibt mir Geld. Perfekt. Nächster Versuch. Wer kommt noch? Unser Künstler. Wow, der gibt mir eine Million fast schon. Oh, er liest Liebesbücher, ist ein Künstler, ist verliebt. Hier immer mehr Infos. Künstler, Familienstand, wohnt mit der, nicht liebt, wobei liebt sie auch. Nummer 3 und Georg Delator. $1400 bekommen wir dafür. Awesome. Awesome. Was? Inkorrekte Daten, verdammt, ich habe ein Bußgeld. Nein! Ach, was habe ich denn jetzt für einen Scheiß gemacht? Oh, 100 Bußgeld, nur weil ich eine Angabe verkackt habe. Woher wissen die das denn?
Wohnung Nummer 84. Ich habe die Wohnung falsch angegeben. Männlich, wohnt mit Jenno Hearn. Georg de la Tour, Beruf, Künstler. Wohnung Nummer 4. So, dieses Mal aber. Dankeschön, jetzt gibt er Ruhe. Da haben wir schon alle Infos abgegeben. Hier auch schon. Ranek hat noch eine neue Info wieder mal. Marc Ranek wohnt mit Rosa Ranek, ist im Archivar tätig, ist männlich, wohnt in Wohnung Nummer 3 und trinkt Alki. So, haben wir auch, wir könnten ihn anzeigen, aber eigentlich will ich ihn noch nicht loswerden. Auch wenn er wahrscheinlich zur Story nichts mehr beiträgt, eigentlich könnte ich ihn auch loswerden, das würde jetzt nicht wehtun. Vielleicht sollten wir uns drum kümmern. Klaus Schimmer, geh mal dahin, Familienstand. Wohnt mit Maria Schimmer, ist arbeitslos, nachdem wir ihm gekündigt haben und wohnt in Wohnung Nummer 1. Tatsache, stimmt sogar. So, dann gebt mir nochmal Money dafür und alle sind glücklich. So, sind die Schimmers jetzt endlich mal weg? Mr. Schimmer, es ist tatsächlich gerade keiner da. Das ist gut. Das ist das erste Mal, dass wir hier endlich mal rein können, ohne Anschluss zu bekommen. Wenn auch nur kurz. Wir benötigen immer noch die Infos, Anordnung des Ministeriums. Achso, ja, Klaus Schimmers Abwesenheitszettel, Notizdingens. Haben wir gleich. Wo ist er denn? Ausländischer Brief brauchen wir nicht. Schachspiel haben wir noch eins. Das haben wir ja vollkommen übersehen die letzten Male. Schlapphut, Teddybär, Buch, Brille, Geldbörse. Was haben wir hier noch? Noch ein Buch. So viele Bücher. Wer hat schon so viele Bücher? Aber wer kann sich denn um dieses Skelett kümmern? Ich krieg's einfach nicht in meinem Kopf, wer das machen könnte. Ne, ich wüsste wirklich keine Person. Zumindest nicht von denen, die momentan da ist. Gesundheitszeugnis. Oh, Maria Schimmer ist unfruchtbar. Das erklärt, warum die eine Tochter adoptiert haben. Shit, da kommt sie schon wieder. Kann ich noch kurz? Nein! Ich muss kurz raus. Oh, shit. Jetzt waren wir wenigstens bis hier hinten drin. Das bedeutet wenigstens, wir haben wieder ein paar Infos bekommen. Über ihn hätte ich gerne auch noch die ein oder andere Information. Deshalb klaue ich jetzt. Oder schau einfach nochmal durch die Sachen durch. Jakob unterhält sich gerade. Alles gut. Dass dem das nicht auffällt, dass ich da einfach mal eine rauchen gehe. So, kaputte Flasche. Er ist gewalttätig. Haben wir noch irgendwelche Infos über ihn? Mehr Infos über Jakob. Schallplatten. Fäustlinge, Farbstifte, Schnabeltasse, Zeitung, Armbanduhr, alles langweilig. Nichts Interessantes, das kritisch wäre. Dann hier waren wir gerade schon. Hab's vergessen. Los Spionagos. Was haben wir hier? Ein Kipplaster. Junge, das war's mit dir. Jetzt bist du erledigt. Haben wir schon wieder neue Sachen, für die wir Leute festnehmen können? Nope. Er ist glücksspielsüchtig. Na gut, wen wundert das, wenn er arbeitslos ist und trinkt und. Die Kombination von allem, das war jetzt halt nicht so unerwartet. So, aber ich muss jetzt ganz dringend hier raus, weil er kommt schon wieder. Ich war nie hier drin. Ich habe Ihnen schon mal die Tür geöffnet. Wundern Sie sich nicht, das ist normal. Macht man bei uns heutzutage so. So, du kriegst hier noch ein Dosenfutterchen. Ein brandneues Leben. Ja, toll. Ach, Moment. Ja, aber... Hä? Habe ich eine Telefonnummer für den? Vielleicht steht da eine Telefonnummer. Aber ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht, wie ich zu diesem Kerl komme und ihn anrufen kann. Hector, Voraussicht, Sie haben sich meine erste Einnahme gemacht und möchte Ihnen danken mit freundlichen Grüßen, Johann Bessler. Wow, toll. Kriege ich auch irgendwas dafür? Der hätte mir jetzt schon mal Geld Moment. Ich glaube, er hat mir ziemlich viel Geld gegeben. What? Wieso habe ich so viel Kohle? Gut, dass ich nicht aufpasse. Anscheinend hat er mir wirklich Geld überwiesen. Na, da will ich nicht anrufen. Was haben wir sonst noch? Referenz, was möchten Sie gerne wissen? Ja, toll, das bringt mich alles nicht weiter. Ey, wie komme ich zu dem, der da hinten... Oh mein Gott, okay, wir machen das jetzt anders. Wir räumen das Haus von de la Tour. Wo ist er denn? Georg de la Tour, Bericht schreiben. So, du hast eine Ukulele, selber schuld. Mein Freund, du, wie kannst du nur gegen 6000 und die Nummer 14 verstoßen? Vom 3. August, ey, schäm dich, das macht man nicht.
Wohnt in Wohnung Nummer, ich schaue lieber nochmal nach, sonst mache ich es nochmal falsch. Wohnt in Wohnung Nummer 4. So, Los Oculelos. Ne, es war ja gar nicht Oculele, es war was anderes, aber jetzt werden wir wenigstens ihn los, haben dadurch wieder mehr Platz. Und ich meine, es ist auch wirklich staatsgefährdend, dass er das hat. Eine Balalaika, Junge, was er damit alles machen könnte, da muss ich extrem drauf aufpassen. Hoffentlich zieht dann Geno Earn auch aus. Er wäre zumindest so der Traum, weil dann hätte ich gleich eine Wohnung frei, wo ich den anderen Herren einziehen lassen könnte. Vielleicht kennt der sich ja ein bisschen damit aus. Oh, 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 oh. Uiuiui, die sind aber fertig. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir das so anschaue. Aber ich brauche eine freie Wohnung, tut mir leid. Also in echt hätte ich den wegen sowas jetzt halt nicht wirklich angezeigt. Eher den da unten, der gewalttätig ist, diesen Jakob Manischek. Der ist gewalttätig und ja, kann gefährlich sein, genau das ist es. So, da ist schon mal wieder ein... Oh Gott, findet er sie gar nicht? Haben sie sie weggeräumt? Okay, sie haben es doch gefunden, gut. Oh, ihr müsst ihn jetzt nicht verkloppen, ihr könnt ihn einfach mitnehmen. Oh mein Gott. Ja, tritt nur auf ihn ein, ist okay. Psycho, Psycho. Und so einen will ich in meine Wohnung reinhaben. Ja, eigentlich nicht, aber ich hätte tatsächlich gerne die Person drin, weil ich mich würde deren Storyline noch interessieren. Vielleicht hilft mir die ja vor der Euthanasie. Waschmaschine lebt länger mit Kalgon. Ich weiß nicht, irgendwie kriege ich jedes Mal, wenn ich eine Waschmaschine anschaue oder hier diesen Ohrwurm noch von damals. Richtig schlimm. Ey, die Musik ist gerade lächerlich laut. Die ganze Zeit schon. So, habe ich eigentlich noch irgendwelchen Stuff in meiner Wohnung? Vielleicht habe ich ja illegalen Stuff. Muss mal durchsuchen, was ich für Infos über mich selbst habe. Wow, Handtuch. Spannend. Sehr spannend, was ich hier alles habe. Ein Taschenbuch, toll. Awesome, absolut super. Nichts. Boah, da wird er abgeführt. Ja, beweg dich. Einen Kamm und ein Buch. Wow, auch nicht wirklich spannend. Aber mir gefällt die Wohnung hier unten eigentlich. Also, die ist eigentlich schön. Oh, da hätte ich ein Sandwich gehabt. Oh, toll. So hätte ich den kleinen Jungen füttern können. Aber okay. Der ist ja, glaube ich, trotzdem glücklich. So, zieht sie jetzt aus oder was macht jetzt die Dame? So, mit dir kann ich auch nicht reden. Wer könnte mir denn einfach noch... Oh, Moment. Gerade ist ein Schimmer hier unten. Ist die Frau Schimmer vielleicht auch weg? Hey, Tatsache. Frau Schimmer ist gerade auch nicht da. Das bedeutet, wir können ganz kurz mal hier reinschauen und noch die letzten Räume hier vielleicht fertig durchsuchen. Nach seiner Auslandsaufenthaltsgenehmigung und sie ihm entziehen, hoffe ich mal. Sonst kommt er ja weg. Na, wobei, müssen sie ihm nicht entziehen. Ich meine, er wurde schon genug bestraft. Mann, ich spiele voll das Arschloch hier. Kann das sein? Ey, ich finde die Daten nicht. Ausweis. Ist das ein Ausweis, den ich stehen muss? Ich glaube, ich muss seinen Ausweis stehen, oder? Abwesenheitsbescheinigung. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hätte ich den Ausweis jetzt nicht stehen sollen. Vielleicht gibt das jetzt gleich Anschuss. Ey, ich finde den Stuff nicht, den ich brauche. Wo könnte der die denn versteckt haben? Oh, sie ist auch ausgezogen. Alles klar. Gesundheitszeug. Mann, hier war ich doch schon überall. Ich check's nicht. Klaus Schimmer. Das muss ich finden. Wieso? Soll ich ihn vielleicht einfach mal danach fragen? Ich könnte ihn einfach mal fragen. Tauschen für seinen eigenen Ausweis. Das wäre eine Idee. Ja, toll. Das bringt mir Arbeit. Ja, die haben wir schon mal gefragt nach seiner Arbeit. Ja, aber so kriege ich kein... Nach dem Wetter, das ist vollkommen egal. Ich brauche wichtige Themen. Nach dem Gebäude ist mir auch egal. Shit. Dann weiß ich auch nicht, wo die Dokumente für ihn sind. Toll. Ha. Vielleicht sollte ich den Ausweis nochmal zurücklegen. Ansonsten bekomme ich am Ende noch Anschluss. Ah, shit, jetzt kommt der Sack schon wieder. Oh, so komme ich nicht vorwärts. Alles Storyline. Oh, den Papagei kaufen für 5000. Jetzt bietet er mir es an. Ja, dann hole ich mir den. Ich kann zahlen. So, yay, wir haben einen Papagei. Ein ziemlich aggressiver Vogel. Oh Gott, das kann das werden. Oh, shit.
Oh, shit. Jetzt könnte ich Anschluss bekommen für das, dass ich es geklaut habe. Ich habe gehofft, dass das nicht bemerkt. Oh, 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 oh. Das ist schlecht. Hier, ich habe einen Papagei für Sie. Einen echten. Hier, jetzt sind Sie ein sicherer Kandidat für die Rolle. Danke, Hector. Ihre Taten gelten weiter über die Pflicht hinaus. Sie wären ein großartiger Soldat gewesen. Ich hoffe, du gibst mir dafür irgendeinen Lohn, weil ich habe ziemlich viel dafür gezahlt. Oh Gott, ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich die Polizei und nimmt mich fest, weil ich den Ausweis geklaut habe. Ich dachte, das könnte das Dokument sein, das ich benötige, aber eigentlich war es das. Also anscheinend war es das ja nicht. So, Christopher Danton. Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. War es Danton? Na, das sehen wir gleich, wenn sie einziehen. Wo sind sie denn? Danson, nicht Danton. Danson. Sieht sehr müde aus. Okay, vielleicht kann er... Er sieht sehr traurig aus, wenn er nicht im Dienst ist. Oh, vielleicht ist das eine Person, die wo unglaublich gerne... so ein Mörderrätsel lösen würde mit dem Skelett und so. Vielleicht können wir doch noch diesen Arc wenigstens beenden. Aber das mit Klaus Schimmer, da bin ich jetzt gerade echt überfragt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das am besten angehe. Moment, was mache ich denn hier? Hier muss ich gar nichts gerade machen. Wo ist denn die Frau Schimmer gerade? Ist Frau Schimmer hier? So, wir könnten dabei mal kurz mit Gertrude reden. Hallo Gertrude, kennenlernen. Ich bin Hector Medina, der Verwalter dieses Wohnhauses. Und ich überziehe noch nicht. Ha, so. Ich dachte gerade, ich überziehe schon wieder. Aber noch bin ich gut in der Zeit bei 18 Minuten. Ich bin Gertrude Danson. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen, Hector. Wie lautet Ihre Berufsbezeichnung? Ich brauche Sie für meinen Bericht. Ich bin Krankenschwester. Sie arbeiten also im Hospital. Das darf ich Ihnen nicht sagen, Hector. Staatsgeheimnis. Oh, wow, wow, wow. Über die Gesundheitsvorsorge reden. Ich habe gehört, dass Sie jetzt mehr Geld in die Gesundheitsversorgung stecken. Das stimmt. Endlich haben wir Einweghandschuhe und Nadeln. Leider werden die Nadeln zu schnell stumpf, was eine Menge Schmerzen führt. Au. Das klingt irgendwie gar nicht so toll. So, klopfen wir mal damit, dass sein Mann hierher kommt und wir möglicherweise die Antworten geben kann, die ich benötige. Oder ist die Frau gerade noch da? Los Fraus. Los Fraus ist leider am Schlafen, dann will ich die mal nicht wecken. Das ist so die andere Theorie, wo ich jetzt noch hätte, mal die Dame des Hauses fragen, ob die vielleicht die Dokumente ihres Mannes hat. Guten Tag, ich bin Hector Medina, der Verwalter. Ich bin Christopher Danson, Stabsoffizier des Ministeriums für Ordnung. Mir und meiner Frau wird ein Apartment in Sektion B zugewiesen. Wir werden eine Weile in ihrem Haus wohnen. Toll. Kennenlernen. Guten Tag. Moment, hatten wir gerade. Über den Krieg reden. Wie sieht's an der Front aus? Was meinen Sie, Hector? Krieg ist die Brutstätte der Gewalt, die unser Zeitalter verschlingt. Sie sind ein Poet, Christopher. Dies sind die Worte eines Pazifisten, der für 20 Jahre ins Gefängnis gesteckt wurde. Er verteilte Antikriegsflyer. Oh. 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 Das ist hart. Der sieht aber eigentlich halbwegs sympathisch aus. Aber er konnte mir jetzt leider auch nicht helfen mit dem Skelett. Ich sollte herausfinden, von wem es stammt. Aber wie soll ich das denn bitte herausfinden? Klopfen wir mal, dass die Frau Schimmer rauskommt. Vielleicht kann die mir wirklich jetzt die Dokumente geben. Ansonsten geben mir die Ideen langsam aus. Dann hoffe ich noch, dass der Kollege hier im Übrigen jetzt die Rolle bekommen hat. Sonst ist er auch wieder traurig. Und jetzt überziehe ich aber. Super, ich schaue 2 Minuten zu früh sogar noch drauf. Und dann schaffe ich es jetzt trotzdem zu überziehen. Das ist ein absoluter Skill, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch tatsächlich wieder gefallen. Auch wenn wir nicht allzu viel weitergekommen sind in der Episode. In der nächsten Episode schauen wir mal, dass wir mit der Person, die gerade eine Quest bekommen hat, auf alle Fälle reden. Und in die Post schauen. Und ja, dann bis zur nächsten Episode. Like da lassen, Kommentar da lassen und ein Abo da lassen. Wäre natürlich awesome. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.